Ja, wie versprochen, heute nochmal das letzte Mal. Jetzt erstmal SSO für diese Woche. Also ich denke mal, morgen kommt es nicht. Die letzten Kürbisse, die ich noch brauche, werden heute noch folgen. Sind ja nicht mehr viele. Die werde ich heute noch wegrocken. Heute Abend kommt dann mit Pia alles 19. Da muss ich dann nachher auch noch einiges einstellen dafür, dass wir es dann heute Abend noch machen können. Bild bräuchte ich bitte mal. SSO, zeig dich. Perfekt. Ah, die Kuh guckt ein bisschen doof. Hi erstmal an Anna Soft Knight und an Nightcore for Real. Nightcore for Real, bist du neu? So, was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Der Twitch-Chat fehlt noch. Da ist er. So, come on. Ja, kannst du gerne tun. Ich stehe noch im Morden rum. Mache jetzt hier auch gleich erstmal ein paar Rennen. Gehe dann gleich durchs Portal, macht da noch die Rennen und dann geht's Richtung Kürbisse. Aber ich werde vielleicht noch ein bisschen was anderes machen nebenbei, aber das ist erstmal das, was jetzt geplant ist. Jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken. Ich glaube, die Stallhilfe ist halt heute wieder weg. Ich sehe zwar noch recht gut aus, aber ich guck mal kurz, was die Stallhilfe sagt, bevor wir anfangen. Habe den Kürbis. Welchen Kürbis? Hast du jetzt alle Kürbisse, die man, also alle 20, oder? Das musst du mir jetzt genau erklären. Stallhilfe 0 Tage, ich wusste es. Aber kann ich Stallhilfe auch hier aktivieren? Ja. So, bis nächstes Wochenende. So. Du hast das Haustier, okay. Ja, ich hab's auch gleich. Ich fange jetzt an. Gleich. Ach nee. Ja, ich hab schon verstanden. Wir besuchen ganz kurz noch das Mädchen. So. Tür auf. Hallo. Lappen. Ich habe gerade eine Stimme gehört. Hallo. Lappen. Wo siehst du einen Lappen? Da, in deiner Cam, ein ganz großer Lappen. Hä? Was wolltest du eigentlich vorhin? Ich wollte dir nur sagen, dass du ein Lappen bist. Wirklich jetzt, dein Ernst? Ja? Was macht deine Das meine ich tot eBay? ernst. Was macht deine eBay-Anzeige? Ist sie schon Habe ich online? noch nicht reingestellt. Ja, heute Abend ist halt die beste Zeit dafür, ne? Ja, ich wollte so ja noch warten bis 18 Uhr. Also ich habe so dran gedacht. Ich so, ja, es ist Samstag, ich Ah, würde da ja ist in Anna. E-Mails reinstellen. Und dass ich mir, ey, es ist echt 11 Uhr. Also warte ich noch ein paar Stunden. Ja, weil wer ist samstags morgens um 11 wach, ne? Viele. Ich zum Beispiel. Du zum Beispiel. Wir Ja, zum Beispiel. aber noch nicht. Sagst du so, eBay nutzt auch, glaube ich, kaum noch jemand, ne? eBay ist auch sowas, was so langsam. Jetzt, wo es die ganzen kostenfreien Kleinanzeigenseiten gibt, nutzen, glaube ich, umso weniger Leute bloß noch Ja. eBay. Ich mag eBay. Also ich bin ja damals meine Wii U gut losgeworden, wo ja viele dann ja meinten, sie müssten mir ja nicht mal mehr die Hälfte für den eigentlichen Preis geben. Und dann habe ich doch noch mehr gekriegt auf eBay-Aktionen, als ich eigentlich vermutet hätte. Und deswegen probiere ich es. Ich versuche es nicht mal in Kleinanzeige reinzustellen. Ich setze es direkt in eBay-Aktionen rein. Und hoffe einfach auf das Beste. Wenn ich dann auch 150 Euro dafür bekomme, bin ich happy. Ja. Siehst du ja dann. Für 7 Tage machst du, ne? Wann spielst du mal wieder? Ist das so? Dafür müsste ich es erstmal installieren. Ach so. Und hast du kein Star Rider? Doch, Star Lifetime hast du ja, ne?
klar. Ist der Lifetime. Ach ja, ach ja. Ja, dann kannst du jetzt SSO installieren, dann kannst du noch die ganzen Halloween-Sachen machen. Dann deinstallierst du es wieder und spielst es dann ein halbes Jahr nicht. Ja, aber dann hast du zumindest einen Drachen als Haustier. Na, ist ein Drache, okay, ich komm online. Der dann bei dir mit bei immer rumfliegt. Weh, du lügst mich jetzt du an. Musst nur, du musst nur 20 Kürbisse. du musst nur 20 Kürbisse einsammeln, ja. Die alle. Also die ersten 5 bekommst du innerhalb von ein paar Minuten und die anderen alle 40 Minuten bekommst du einen weiteren. Und wenn du das hast, ja, dann hast du einen Mini-Kürbis. Der sieht aber fast aus wie ein Drache. Der sieht fast aus wie ein Drache. Dein Ernst? Es ist halt kein Drache. Nein. Wieso wollte ich jetzt in SSO online kommen? Ja, ich weiß halt, was ich sagen muss, um dich zu locken. Klar, leck mich im Arsch, alter Lappen. Lappen. Waschlappen. Aber hey, Lappen hat sehr viele Vorteile. Ja, man kann seinen Arsch damit abwischen. Das machst du mit einem Lappen? Klar, wieso nicht? Das mache ich mit Toilettenpapier. Mein Pferd ist nicht gesprungen für ein neues Pferd. Nee, eigentlich wäre jetzt Fortnite dran gewesen, aber da wir das Turnier verkackt haben, hat sich das mit dem Wettkampf erledigt. Dam, dam, dam. Ja. Also reiten wir in SSO rum, wir beiden. Du auch, oder was? Wenn du noch eine halbe Stunde wartest, komme ich gerne online. Ich habe keine Ahnung, wie lang, schnell das jetzt ist. Also ich bin noch eine sehr lange Zeit da. Also ein bisschen auf jeden Fall noch. Ein bisschen länger. Ich habe eben gerade das angefangen. Ich weiß nicht, wo Fabi wollte nachher noch kommen. Ich bin da. Ach, Fabi ist sogar da, siehst du. Ich weiß nicht, was Pia und so weiter noch macht. Was machst du? Ich streame Layla. Ich muss demnächst aber wieder weg, weil ich gehe noch zum Geburtstag heute. Wer hat den Geburtstag? Ich habe doch noch gar nicht Geburtstag. Ich habe doch erst nächstes. Nein, die Freundin, die mich gestern die ganze Zeit angerufen hat. Ach, die hat Geburtstag. Ja. Zu ihr würde ich nicht gehen. Zu ihrem Geburtstag würde ich nicht gehen, so wie sie gestern drauf war. Einfach mal nicht hingehen. Also, sie hat mich zugetextet, ja. Was soll ich jetzt machen? Sagen, du hast keine Zeit, du gehst auf einen anderen Freundin ins Geburtstag. Nein, aber... Guck mal, sie... Sonst sind nur 2 Leute bei ihr. Oh. Guck mal, bei deinem Geburtstag sind mindestens 200 Leute und bei ihr nur 2. Ja, ne? Bei mir sind es immer so um 200 Leute. Aber wir gehen halt ins Funjam. Und zum Stina-Restaurant. Okay, ja gut. Dann. Und das Geschenk habe ich eh schon seit, keine Ahnung wann. Und das ist dann dumm, wenn ich das umsonst gekauft habe. Und ich will es halt nicht wirklich behalten, weil ich brauche das nicht. Ach so. Deshalb gehe ich einfach dahin. Mir fehlen nur noch wenige Kürbisse. Aber ich glaube, da vorne ist ein... Bei Idris war, glaube ich, auch ein Portal, oder? Zum Durchgehen? Bei Idris war, glaube ich, auch ein Portal zum Durchgehen, oder? Ja, da vorne ist es. Kurzer AFK, okay, bis später, Anna. Fabi hat sich eingeloggt. Ich hoffe, ich fliege jetzt wieder raus, ne? Nein, das passiert jetzt nicht mehr. Drin. So, er ist okay, das ist direkt. Oh, hier laufen so viele Clublose rum. Am liebsten würde ich jetzt alle in den Club einladen. Ich habe nur 4 geschafft. Ja, hier sind übelst viele. Hier ist auch wieder jemand. Wo bist du gerade so? Ich mache jetzt gerade das erste Rennen. Das vorgescheuchten Bergrennen. Bist du aufs
Server. Zwei. Ich hab schon gesehen, wie du dich. Ich hab dich schon gesehen, dass du dich eingeloggt hast. Mhm. Ja, stimmt. Ich muss gleich mal Pia anschreiben, was Pia macht. Also zur Info, sie streamt mit Layla, ne? Layla ist das. Kenn ich Layla? Ich glaube, Layla kenne ich noch nicht. Nee, ich glaube nicht, dass du sie kennst. Sie streamt also lieber mit Layla. Weißt du, sonst spammt die mich immer zu und ruft mich durchgehend an im Discord, weißt du, mit 200 Anrufen. Ja, mich auch, und dann wollen wir streamen, der ist mit Layla. Da hat sie was Besseres gefunden. Ja, ne? Aber sie hat Freude, immer wieder unten. Gespammt. Okay. Viel Spaß noch. Das zum Thema, sie macht das ja so mit. Achso, und? Hallo. Darüber rede ich mit dir später. Unter vier Augen, vier Ohren. Viel Hello. Spaß mit vier Ohren. Ohne Zuschauer. Hallo Fabi und ciao. Ciao. Guck, die ganze Nachrichten, aber ich weiß nicht wo. Das fuckt gerade voll ab. Aber jetzt, wo du gesagt hast, hier was von asiatisch essen gehen, ne? Ja. Gehe ich heute Abend. Kennst du die Himmelspagode in Hohen Neuendorf? Nee. Das ist das geilste, wo man hingehen kann. Ich schicke dir dann mal Fotos davon. Okay. Sollte man aber mit Termin hingehen, weil sonst stehst du erstmal eine halbe Stunde, bis du einen Sitzplatz bekommst. Oder einfach mal bei Google Himmelspagode eingeben. Dann kommst du eigentlich direkt auf die Seite. Ich bin so dumm! Warum? Was ist jetzt schon wieder passiert? Ich hab das Rennen gemacht, ne? Vogelscheuchenrennen. Mhm. Aber hätte ich nicht dafür auch die Quest annehmen müssen? Ja. Ich kann jetzt das Rennen noch auch gemacht. Ich kann jetzt das Rennen von vorne kannst machen. Nochmal machen. So, 5. Kürbis habe ich schon mal gleich wieder eingesammelt. Ach, du fängst mit den Kürbissen an, ja? Ja. Ich mach die Rennen später. Ich brauche ganz viele Kürbisse. Ich habe gestern erst angefangen, weil ich nicht spielen konnte. Also. Ah, ich wollte eigentlich so viel machen. Ich wollte mein Discord noch komplett umbearbeiten. Habe ich auch noch nicht getan. Wolltest du es heute machen direkt? Das wollte ich eigentlich schon vor ein paar Tagen machen. Nee, ich will, dass YouTuber ihren eigenen Rang haben, weil es also. Und die Mitglieder ihren eigenen Rang haben. Bei den Mitgliedern ist es ja umso leichter. Warum gibt es eigentlich den YouTuber-Rang ab 1000 Abonnenten? Gibt's doch gar nicht. Ja, was? Ich hab doch gar keinen YouTuber-Rang auf Discord. In Regeln steht das oder? Ja, das wird glaube ich noch ein bisschen angepasst, das werde ich ein bisschen runterschrauben, glaube ich. Und einmal hat doch YouTube-Member. Ja, YouTube-Member, das ist der Rang ist ja generell da, das ist ja von Discord vorgegeben. Moos zum Beispiel hatte den YouTube-Member-Rang sofort gehabt. Ohne irgendwas machen zu müssen. Okay. Ja, weil er Mitglied bei mir ist, weißt du? Bekommt er automatisch den Rang. Achso. Ah, und weil du der Streamer bist, hast du auch YouTube-Member. Ja. Krass, ich war mir auf dem Server nicht. Du müsstest bei dir eigentlich auch YouTube-Member haben. Ich check gerade gar nicht, wo der letzte Kürbis ist von mir. Übrigens, wenn ihr Mitglied werden wollt auf meinem Kanal, ja, dann habt ihr auch ein paar neue Emotions bald, ja. Einfach. Also wir bieten schon die Minifolie für 99 Cent im Monat an. Ist auch jederzeit kündbar, das heißt, wenn ihr nur. Ey, das ist verbuggt bei mir. Tag? Ich kann das Rennen so oft machen, wie ich will. Ich mach's jetzt zum dritten Mal. Immer noch Vogelscheuchenberg, ist jetzt zum dritten Mal. Was ist das für ein Scheiß? Musst du es da nicht abgeben? Nee, die Quest ist jedes Mal wieder blau, wenn ich fertig bin mit der Runde. Reitst du ins Portal rein oder nimmst du die bei dem Typen an? Ich nehme die bei dem Typen an, mach das Rennen, danach ist es aber, wenn ich rauskomme, ist es wieder blau und ich kann es wieder von vorne machen, weil das nicht genommen hat. Das mache ich zum dritten Mal. Hey, ich finde den letzten Kürbis nicht mehr. Aber alle guten Dinge sind drei. Zwei von drei. Ich will zwei von drei Kürbissen, ne? Und ich finde den dritten nicht. Bin ich dumm oder ist er einfach nur so gut versteckt? Wenn er sich jetzt nicht versteckt hat, ey. Ich raste los. Ali, darf ich dich was fragen? Gesund und
Du wirst mir was fragen, ich habe Angst vor Fragen von dir. Ja, da du ja gerade nicht live bist und wir natürlich hier im Channel ganz alleine sind, möchte ich dich was fragen. Ach so, ja, ich bin gerade nicht live, genau, und ich mache auch gerade keinen SSO-Livestream. Richtig, von daher kannst du mir gerne etwas Privates fragen. Also, in YouTube sehe ich dich nicht online, ich habe keine Ahnung, also, du bist übrigens jedenfalls nicht live. Auch für dich nochmal zur Info, ja, Franzi, wenn du Mitglied werden möchtest bei mir für nur 99 Cent, ja, kannst du deine eigenen Emotions, die du selbst gemacht hast, dann sehen. Es leckt mir, dass ich eine blaue Narbe habe. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche ein paar Smileys. Unbedingt. Ich darf eh keine. Ich habe noch keine Smileys für die Mitglieder. Aber Fabi macht ein paar Smileys für den Kanal. Dann passt es doch. Ich? Ich kann nicht mal als Mod die benutzen. Nee. Ja, also wenn du willst, nächsten Monat am, ich weiß nicht welcher Tag der ist, kann ich für dich wieder zeichnen. Wenn auch immer Black Friday ist, bestelle ich mir. Black Friday ist am 29. November. Okay. Ab 29. November kann ich für dich wieder was zeichnen. Boah, ich das weiß, da aus dem Kopf. Ja, jeder wartet doch gespannt darauf, dass man auf die. Nee, ich arbeite in einer Firma, die dran teilnimmt am Black Friday, deswegen wissen wir schon. Echt? Ich hab einen Kürbis außerhalb von Golden Hills, Olli. Kann gar nicht sein. Ich dachte, Black Friday handelt sich meistens nur um Elektronikartikel. Nee, alles. Und nicht. Echt, auch, okay. Auch bei Amazon und weiß ich wo, findest du alles, weiß ich viel günstiger. Und das nicht nur Elektronik. Ja, dann hoffe ich, dass da einiges an Rabatt zu holen ist. Ich wollte dich was fragen. Ja. Darf eine gewisse Person auf den TS kommen? Falls mit der einen gewissen Person die Person meinst, die ich denke, die du meinst, ich glaube, da hätten sehr viele was dagegen. Wer benutzt bitte schon noch regelmäßig den TeamSpeak, vor allem wenn wir im privaten Channel sind? Also, Tanja nutzt das regelmäßig. Uli. Ja. Und ganz viele andere Personen. Gerade jetzt Dennis, Steffen, Netti, wo sicherlich auch mindestens 50% was dagegen hätten. Aber wenn die gewisse Person nur mit mir am Laber ist in meinem Channel, darf das doch niemand was ausmachen. Es ist die Person. Ich sag ja auch nichts dagegen, wenn Netti, Dennis und Pla in ihrem privaten Channel hockt. Ich meine, vielleicht kann ich Netti nicht leiten und hab was dagegen. Also, wenn du dann damit leben kannst, dass dann ganz viele Leute unfreundlich werden können, wenn sie da ist, dann. Oder dass sie von irgendjemandem gebannt wird. Ziemlich schnell, dann. Wenn sie nicht gegen die Regel verstößt, darf sie nicht gebannt werden. Sie wird generell gebannt, weil sie offiziell ein. Soweit ich das jetzt rausgefunden habe, einen permanenten Bann bekommen hatte sogar. Und nicht einen Jahresbann. Soweit ich weiß, sind aber nur zwei Personen zurzeit gebannt. Drei oder vier. Ja, aber die anderen aus dem Grund, weil wir im Nachhinein einen neuen Teamspeak hatten. Ja, also darf die gewisse Person eigentlich wieder auf den TS drauf? Nee, offiziell nicht. Also es kann sein, dass dann Netty oder so den direkten Bann reinhaut, ne? Weil das damals so abgesprochen war. Ah, ja. Also, wenn sie niemand stört und nichts tut, wird sie gebannt. Weil sie damals schon aus gewissen Gründen rausgekickt worden ist. Ich sag nur, was passieren kann. Anna, WB, willkommen zurück. Und es kann auch sein, dass dann ganz viele Leute fragen, wer sie wieder raufgelassen hat. Und da musst du dich halt rechtfertigen. Weil ich weiß ganz viel, dass einige Leute was dagegen haben und sie sofort bannen würden. Scheiße, ich muss woanders durch. Weil deswegen war es eine Ausnahme mit Discord, dass sie auf Discord wieder rauf kann. Ja, aber ich hasse Discord, darüber zu reden. Deswegen habe ich mit ihr wegen TS drüber geredet. Sie würde sich da auch wieder runterladen. Jetzt müsste ich halt dich fragen, ob sie wieder drauf kann, weil ich mit ihr halt gerne weiterreden würde, aber halt ungern über Discord. Discord ist was Schönes. Discord ist scheiße, meiner Meinung nach. Ende. Ich mag Discord nicht.
Ich hätte es auch nur wegen dir. Nein, du hast es. Oh, nur für mich? Ja. Ja, du kannst ja hier auch mit anderen Leuten reden. Okay, merke ich mir. Nein, ich kündige hier. Offiziell kündige ich jetzt. Du weißt schon, dass du einen Arbeitsvertrag hast, der nicht kündbar ist. Was ist das? Nein, ich brauche nichts. So. Wieso ist der unkündbar? Ich hätte doch gar nichts mal was unterschrieben. Ja, mündlich sind auch. Ah, was? Mündlich, ich habe was mündlich unterzeichnet. Und mündlich kannst du für alles Geld dafür? Ja. Ja, ich werde von Olli bezahlt jeden Monat. Manchmal etwas unregelmäßig, aber naja. Ja, aber das gleicht sich natürlich wieder aus, wenn du dann im nächsten Monat dann halt natürlich mehr gibst dann. Ja, richtig. Oder auf einmal ein Dönermann vor meiner Haustür steht. Nee, war das Döner oder war das Pizza damals? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Das war, glaube ich, Pizza. Irgendein Lieferant. Hat er dir was bestellt? Ja. Also können Kürbisse nochmal wegrennen? Ja, Kürbisse können wegrennen. Und da ist ein Kürbis. Hi, Kürbis. Ich muss mal kurz gucken. Also Olli, ich hatte gerade so den Kürbis in der Nähe vom Champi und dann war so ein kleiner Kürbis einfach außerhalb. Ja, die Kleinen können auch rausgehen. Ja, manche. Ab wann wird man gebannt im Chat von SSO? Wenn du viele Beleidigungen schickst, also Zensur-Dinge. Wenn du viele Hashtags hast. Aber das kriegst du ja jetzt auch einfach schon so hin, obwohl du nichts Schlimmes schreibst. Na, ich habe jetzt gefühlt 20 Mal Pier Hi geschrieben. Nee, du Spam glaube ich nicht. Ich such. Wann musst du heute los, Fabi? Ich muss 16.30 Uhr in Werneuchen sein. Oh, so weit weg? Ich weiß gar nicht, wie weit ist das ja, weg von dir? 30 Minuten. Wieso? Ja, nur so, weil mein Zug, mit dem ich immer nach Hause fahre, der kommt von Werneuchen und fährt dann halt zurück zu mir nach Hause. Ja, das ist halt dumm, wenn ich nach da muss. Dann bist du bestimmt schon ganz oft bei ihr vorbei. Nee, ich fahre nicht durch Werneuchen. Achso. Bin mal wieder unten. Viel Spaß euch noch. Bis dann. Hallo. Wer macht Fotos? Nee, meine Schwester. Sie macht Fotos. Weiß ich nicht. Warum kann der Kürbis so schnell springen? Nee, tut mir immer voll leid, wenn der so weint. Dann bin ich irgendwie auch mal ganz da traurig. Ich hab gleich 10 Kürbisse, geil. Like is the very thanks and so for your like and so. Dot kiss. Okay. So, wer im Chat nachher die komplette Zusammenfassung von Fabi Schwester und Mutter wiedergeben kann, der bekommt. Da kommt Mod. Der bekommt. Was? Nein, man bekommt nichts mit. Keine Angst. Man hört gar nichts im Hintergrund. Ist mir eigentlich auch egal. Stört es halt eigentlich gar nicht.
Aber es ist halt doof, wenn man keinen eigenen PC hat, ne? Für Zeit, wünsch dir doch lieber einen eigenen PC zum Geburtstag. Oder zu Weihnachten. Zum Geburtstag wünsch mir schon ein neues Fahrrad, weil mein Fahrrad ist übelst klein geworden. Wer fährt heutzutage noch Fahrrad? Ja, keine Ahnung. Ich fahr mit dem Bus. Fahrrad war früher mal in, weißt du, heutzutage ist es Longboard oder so. Heutzutage ist es Waveboard. Und das verkacke ich übelst im Sportunterricht. Oder die komischen Roller, die man sich in Berlin holen kann. Diese E-Roller. Ja, ja. Rentner mit E-Roller, geil. Empfindest du, dass ich ein Rentner bin? Nee. Wieso? Oh, ist doch längst so alt. I'm very buggy und so. Also für einen Rentner. Ich schaff's nicht mehr. Brauchst du noch so das Doppelte von deiner Lebensanzahl bis jetzt? Ja, selbst das reicht nicht aus. Ja, ich weiß. Wir haben nochmal ein bisschen so 4 Jahre oder so. Nee. Eigentlich nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Hä, ich finde den Kürbis gar nicht. Wo hat er sich denn schon wieder hingebackt? Der Kürbis kann backen. Wie viel Kürbis hast du denn schon? Hey, mit 7. Heute meinte ich, nur heute. 2. Ach, 2, oh nee, gut, dann solltest du eigentlich noch 2 finden. Aber ich hab ja schon einen Kürbis gefunden und ich suche gerade diesen dritten von den kleinen Kürbis. Das Problem ist, ich habe mich jetzt irgendwo wieder hingebackt, wo ich nicht mehr rauskomme, ohne dass ich das Ding verlasse. Das ist doof. Oder? Ich versuch's mal. Oh nee, scheiße, ich bin nicht weg. Hab ich in der Klippe. Oh, nein. Okay, ich muss verlassen. Hat man den Kürbis da oben trotzdem nochmal? Oder ist er denn woanders? Ich kann sein, dass er wieder am selben Fleck ist. Musst du mal gucken. Ich hab verlassen, die rennen mir immer noch hinterher. Okay, jetzt nicht mehr. Wollt ihr mich verarschen, ich höre eine Spinne. Oh, mir fehlen auch noch so viele Spinnen, ne? Das ist unglaublich. Mir auch. Ich habe nicht mal die Hälfte. Ich habe 48 von 100. Ja, okay, die sind wieder da an der gleichen Stelle. Okay, anklicken. Ich renne jetzt einfach den Kürbis, so, den ich gerade eben nicht gefunden habe, daher, ne? Albertina, Strawberry Cake. Ich fahre immer mit Fahrrad. Die restlichen Fahrzeuge kann ich auch gut. Der hat sich in einem Busch versteckt, den hat man gar nicht gesehen. Ich bin schon total lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Ja, du siehst ja, wo es dunkel wird, ne? Ja. Aber es halt war halt beim Busch trotzdem, wo ich gar nicht gesehen habe, was für so orange Busch. Oh Mann, renn doch nicht weg. Beim Championat ist es ja so, ich glaube, da reitet, da ist auch einer immer unten hier, sag du mal. Am Strand, ja. Unten am Strand, ja. Ich weiß nicht, der außerhalb von Golden Hills ist. Aber warum greift ihr mich immer an? Fort Pinter Championat beginnt gleich. Gleich ist gut. Es sind 1,5 Stunden noch. Wie langsam mach ich denn auf Discord? Soll ich jetzt noch einen Kürbis finden? Also eigentlich noch mehr, aber ich weiß nicht, wann. Okay, ich brauche noch 12 Kürbisse.
Ich brauche nicht mehr so wirklich viele. Wie viel hast du? Ich bin jetzt alle Stellen abgelaufen, außer... Wenn nirgendwo einer mehr ist, dann musst du Relock machen. Es sei denn, du hast heute einfach schon 5. Weißt du aber selbst. Ich hab Nachrichten. Ich weiß nicht warum und wo. Ich check's nicht. Bin gerade ein bisschen falsch gelaufen. Ja. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr Lust und Laune habt, mit ins Discord kommen. Ne, der Discord-Link, der leider automatisch reingepostet wird, ist derzeit ungültig, aber wir können dann auch natürlich den richtigen Link noch rein. Ah. Hast du es mit Dis weggemacht? Mit Dis funktioniert es ja. Jetzt kommt's. Das ist der richtige Link, der andere funktioniert leider nicht. Warte, ich kann ja mal gucken, ob der auch ein Mann stimmt. Den Link, den Franz hier reingeschickt hat, der stimmt nicht mit dem überein, den ich rein, den ich habe auf dem Server, und der vom Netbot irgendwie auch nicht. Ich habe auch noch mal einen anderen. Ja, wenn du immer wieder einen neuen generierst, hat man immer wieder einen neuen. Ja, ich weiß. Aber Franzi hat auch noch mal einen anderen. Platz. Der vom Netbot. Juni und ich sind einfach vorhin voll auf die Tryharder raufgegangen. Das hat gar nicht funktioniert. Wo ist Leonie jetzt eigentlich hin? Die hockte unten vorhin und habe ich gesagt, dass ich hochgehe in der Zeit, wo ich noch kann. Da hat sie gesagt, okay, weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie ist gar nicht mehr in Discord. Ja, nee, sie ist gar nicht mehr drin. Ach so. Oh Mann, ich muss wieder Relock machen. I hate my life. Also bei mir läuft es ganz gut. Nee, ich muss noch einen Kürbis einsammeln, aber die Stellen ist gerade nicht vor mir. So. Mir fehlt noch ein Kürbis. Okay. Dann habe ich sie fertig. Aber ich werde trotzdem weiter Kürbisse sammeln, weil es gibt ja noch mehr, außer das Haustier, ne? Hm? Was ist? Es gibt ja noch ein bisschen mehr als nur das Haustier, sag ich. Ja, ich weiß. Aber Haustier war halt so Ziel. Ja, Haustier definitiv. Die anderen Sachen finde ich gar nicht so cool. Das Haustier ist am süßesten. Und das ist halt auch am coolsten irgendwie. Ich muss den später noch machen. Ich auch. Ja, keine Lust. Ist mal das doof, wenn man nicht weiß, wo die sind, ne? Du kannst einfach die Rennen machen, das ist viel leichter. Da bekommt man ja auch 3 Stück am Tag. Ja. Und wenn ich wieder so doof bin wie beim Geburtstagsevent vor kurzem. Da hast du gar kein Rennen gemacht. Naja, nee, ich hab die ganzen Dinger nicht abgegeben. Och, ich hab glaube ich 2-mal dieses Rennen gemacht und das war's. Ja, ich hab noch alle Hufeisen, ich hab nichts vom Geburtstagszeug geholt. Was? Geburtstagteil war voll geil. Das Geburtstagteil war voll geil, oder?
ein, dann habe ich 9, weil gestern habe ich es ja nicht mehr ganz geschafft. Was denn? Gegen 15 ich weiß, wie spät es ist, Mama. Gegen 15 Uhr fertig machen? Ja. Okay. Ja. Okay, das heißt, ich muss 23 Minuten oder ja, so eine Stunde auf. Ja, habe ich gerade gehört, 15:30. Ja, aber später kann ich ja nicht wiederkommen, weil 20 Uhr soll ich dann vom Restaurant abgeholt werden. Obwohl, ich weiß nicht. Ich werde bestimmt auch ganz K.O. sein, wenn wir ins Funjump gehen, Trampolinhalle. Keine Ahnung. Lol, hier hockt einfach jemand auf der Mauer. Ich finde niemanden mehr. Ich auch nicht und ich hab grad schon Reload. Doch, da vorne. Ich komme. Mein letzter Kürbis. Hi, wie geht's dir? Und dann hast, dann kannst du den Kürbis aus dir kaufen. Ja. Oh Mann. Ich hab noch nicht mal 10. Oh, das ist voll fies. Ich hab noch nicht mal 10. Und ich werde wieder zu gespammt. Ja, ich glaube, ich habe auch keinen Kürbis hier mehr. Was? Wo sind denn die normalerweise beim Feld? Sind die da so wie der erste, den man hatte? Bei welchem Feld meinst du jetzt? Mitten auf dem Feld? Na, Kürbisfeld. Da ist nur ein einziges Mal einer. Das heißt da dann gar nicht. Und mehr. Ansonsten ist er danach auf dem Berg. Am Kürbisfeld gibt es auch einen Berg, da könnte er noch sein. Okay. Stimmt. Du, ich hab's. Hallo Kürbis, ich hab deine Freunde. Ey, irgendwie laufen heute alle Kürbisse bei mir weg, ne? Ich hatte heute noch keinen einzigen, wo ich angegriffen werde. Was? Mich haben bis jetzt alle angegriffen, bis auf 2. Einer gestern und einer heute. Das waren die einzigsten, die weggerannt sind. Aber die hüpfen irgendwie so schnell, finde ich. Manchmal. So, perfekt. Ab zur Kürbisfarm. Ja, da oben ist mein Kürbis. Ab zur Kürbisfarm. Obwohl, die Shops gibt es auch noch an anderen Stellen, ne? Irgendwie, glaube ich. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Auf in der Kürbisfarm. Also auf Kürbisfarm. Ups, dann. Ein bisschen falsch. Im Halloweenland-Teil da. Tilda hat sich eingeloggt. Ich dachte, die Kürbisse sind so wie die Spinnen, einfach ein ganzes Jahr weg verteilt. Nee. War ja nervig, finden, wenn du die überall suchen musst. Und dann gibt's immer nur einen danach, weißt du, dann ist. Das wäre ja, hart. Ja, das ist so scheiße. Da hinten ist ein Kürbis. Hallo Kürbis, ich möchte mir ein Haustier abholen. Ich mache jetzt gerade meinen letzten Kürbis, ne? Für heute. So, und jetzt fehlen mir noch ganz viele andere Sachen. Ich hätte dann ja theoretisch noch 40 Minuten Zeit, das heißt. Ich werde mir alles holen. Ich ja noch mal. Es gibt auch XP fürs Pferd, ne? Pro Kürbis, was du abgibst, bekommst du 125. Hä, aber warte mal. Werden dir die Kürbisse nicht abgezogen oder behältst du die trotzdem? Kannst du das Haus dir kaufen? Nee, du. Wenn du jetzt einen Kürbis abgibst, bekommst du 125 EP fürs Pferd. Oder XP. Ja, aber gibst du dann den Kürbis auch ab? Ja, natürlich. Du musst ja einen Kürbis dafür abgeben. Hallo, der Kürbis hat gerade bei mir gar nichts gemacht. Der ist nicht weggerannt. Der ist mir nicht hinterhergerannt. Lol. So, ich hol jetzt meinen Kürbis raus. Was? Du musst eine Satteltasche ausrüsten. Habe ich keine Satteltasche bei? Natürlich nicht. Ich bin mal kurz im Stall, Anna, falls du mich suchst. Anna. Ich brauche eine Satteltasche.
Sonja, wo sind die Kürbisse? Es gibt vier Orte, wo sie sind. Hast du Anna gesagt? Ja, Anna. Nee, du noch nicht mit Anna. Ich meinte mit Anna, Anna Soft... Was, Softnight? 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 Ja, ja, Softnight. Ja, ja, okay. Dann komme ich auch nach Moorland. Du hast den Stein noch Moorland, ne? Ja. Die Kürbisse gibt es beim Championat. Ja, ich weiß, beim Berg neben der Kürbisform. Richtig, genau. Berg und Wald. So sieht's aus. Hatte ich jetzt überall schon mal. Satteltaschen. So, ich warte da mal hier vom Stall noch. Was nehme ich denn für eine Satteltasche? Die sehen, glaube ich, alle hässlich aus. Ach, die passt ganz gut, die nehme ich. Ist das so eine Halloween-Satteltasche oder was? Ich habe es einfach irgendeine genommen. Ich gehe nochmal das Mädchen besuchen. Das Ding schiebt er für mich. Naja, oh, du hast noch Zeit. Ich muss ja erstmal die Quest abgeben, gerade damit ich wieder 10.000 Schillinge habe. Hallo? Backe, backe, stable. Sieht irgendwie so backe, backe, stable. Kann ich... Was kann ich deine Freundin in SSO sein? Hast du deine Freundesliste nicht auf privat? Ich muss mal kurz... Meine Freundesliste hat das kleine Problem, dass sie überfüllt ist bis oben hin. Hast du dich letztens ein paar Freunde gelöscht? Ja, aber nur drei. Und ich glaube, danach habe ich wieder drei neue Freundschaftsanfragen bekommen. Ich gehe mal kurz durch. Wem könnte ich denn löschen? Ich weiß auch nicht, wer schon länger nicht mehr da war. Ich lösche alle immer, bis auf meine Freunde. Ja, aber selbst dessen Namen habe ich dann irgendwann vergessen. Sollte ich jetzt irgendwelche Leute löschen? Weil ich glaube, den Namen habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Ach, Zelda kann ich eigentlich auch rauslöschen, weil Nala spielt nicht mehr den Account. So, ich habe jetzt wieder zwei... Schüler. Greg Reiner. So, welcher Server? Wir sind auf Server 4. Nee, Quatsch. Wir sind auf Server... 2. Wir sind auf Server 2. Mann, ist das voll hier. Mach aus, mach aus. Ich will den Kürbis auf. Da macht das schon Krach. Genau, ist ja nicht süß. Ich find's so süß, wie der hinterher rennt. Der hat so süße Beine. Warte mal. Warum gibt der keine Geräusche von sich? Neues. Dauert vielleicht ein bisschen. Doch jetzt. Wo gibt's nur in Golden Hills Portale? Was für Portale? Na, zum Halloween. Nee, folgen Sie mir. Ich find's so oben, stimmt. Oben. Beim Zirkus-Dings, ja. Zirkus? Gibt's auch bei Zirkus? Ja. Oh, dann fährt das so schnell! Was? Dann fährt das voll schnell! Meins? Ja, und das ist Level 6 und meins auch Level 6. Und ich komme fast gar nicht mehr daher! Ich weiß auch nicht warum. Also, du kannst ja da hinten hochgehen, ich weiß nicht, ich gehe jetzt mal hier hoch. Drück mal C und guck mal, welche Geschwindigkeit dein Pferd hat. Kommst du mit rein? Ja, okay. Dann gucke ich auf der anderen Seite. So. Oh, bin auf Server 6. Ja, also wie gesagt, wechseln kann man ja generell jederzeit. Ne? Man kann ja auch immer wieder zurückwechseln. Alle 30 Minuten. Normalerweise. Es kann auch sein, dass sie gerade auch gewechselt ist. Ich weiß. Du wolltest wissen, wie schnell mein Pferd ist? Ja. 10 Geschwindigkeit. 10. Was meinst du? Was? Bist du schon mit 11? Meins hat aber Stärke, Stärke 13, Disziplin 8, Ausdauer 7 und Agilität 9. Geschwindigkeit. Also hi. Meins hat
Hi, ich habe eine Frage. 12, Disziplin 7, Ausdauer 6 und Agilität 10. Okay, also ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Lulu J. Hi, ich habe eine Frage. Muss man online sein, damit die Zeit bis zum nächsten Kürbis abgelaufen ist? Weil sonst müsste man ja bei 40 Minuten Wartezeit die ganze Zeit online sein. Hä, ich höre noch irgendwas im Hintergrund. Ich glaube, man muss. Ich glaube, man muss nicht online sein. Ich spiele trotzdem. Ich lasse trotzdem im Hintergrund offen. Und wie gesagt, ansonsten aber das Spiel offen lassen im Hintergrund, aber ich glaube, man muss das nicht. Machst du jetzt mal ein Rennen oder so? Ja, ich bin im Vogelscheuchenberg drin. Ich mach nochmal also das vom kopflosen Reiter. Ja, das mach ich gleich. Ich bin gerade auf dem Rückweg. Ich bin zu früh. Ich muss das Pferd gleich mal pflegen. Das geht ja gar nicht hier. Vor allem so, wir haben gestern und vorgestern versucht, Wind zu holen, ja? Nicht geschafft. Und dann heute direkt Win. Wie geil. Selbst beim kopflosen Reiter, was ja eigentlich nicht mein Pferd ist, ne? Bist du ultra schnell? Nee, das meine ich jetzt nicht. Das hat ja auch keine Satteltasche oder ähnliches, der kopflose Reiter, das Pferd. Aber trotzdem ist das Tier mit bei. Das rennt hinterher. Ja. Ja, doch, eigentlich hat es eine Satteltasche. Das ist ja eigentlich dein Pferd, nur in einer anderen Farbe jetzt so. Ja, aber wie gesagt, offiziell hat man ja ein anderes Pferd und keine Rüstung mehr drauf. Man hat nicht mal mehr einen Sattel drauf. Das ist wie der goldene Lusitano. Das ist ja auch eigentlich. Das bist eigentlich sogar du, ne? Der goldene Lusitano. Das bin ich, genau. Hallo? Ja? Zu gegen 16.30 Uhr. Okay. Warte, was? Ja, ich warte. Na, du? Ja. Hab ich auch. Ach so, okay, danke. Ja, also wie gesagt, also ich glaube, man muss dafür nicht eingeloggt sein. Wenn ich meine Zeit nicht eingeloggt bin und mich wieder einlogge, dann sind ja auch direkt die Kürbisse wieder da. Ja, ich weiß. Aber ich glaube schon, das ist mit dem Maßband sogar besser. Genau, mit dem Maßband ist es sowieso noch ein bisschen besser. Oh, ich hasse es. Ja, aber ich finde es mit dem Maßband halt besser. Also Kürbisse mit dem Maßband sind immer die besten. Und ich soll ruhig sein. Ich weiß gar nicht warum. Was gefragt hast? Mit dem was? Süßes? Was ist denn damit? So, erledigt. Okay. Kommt drauf an welcher. Ach, hier wäre auch noch einer gewesen. Welcher Geschmack? Ja, ja, okay, ja, ja. Ja, das weißt du doch. Ja, mag ich das. Mir ist es egal, was das für eine Sorte ist. Hauptsache Eispapier. Echt? Hat's nicht? Lol. Das kann ja sogar Unge essen. Die mit Unge. Ja, ich weiß. Ey, das ist vegan, also ja, das kann immer auch was. Ja, ich weiß. Bio, Bio. Was denn? Okay, dann. Bis bald. Wer?
Ja, na klar. Da steht ja eh drauf. Ja, aber ist es doch. Wäre es doch auch. Ich werde es noch hinkriegen, dorthin zu kommen, ja. Das schafft sie! Ah, shit, jetzt brauche ich 5 Kristalle. Ein Kristall fehlt mir noch. Aber ich. Wieso? Aber hey, hast du schon mal ein bisschen? Ja, okay, dann bis nachher. Bis nachher! So. Oh, hier hat jemand mein Pferd. Hallo Vanessa, du hast mein Pferd. Mhm. Ich kenne euch zwar nicht, aber ich stelle mich einfach mal dazu. Lol. Das funktioniert? Du kannst aber mit Staubsauger deine Haare so einem Pferdeschwanz machen. Geht irgendwie auch. Ich gehe mal questen. Ja, ich gehe jetzt auch questen. Muss noch echt etwas tun. Ich muss ja demnächst mal fertig machen dann. Lul. Ich weiß gerade gar nicht. Lul. So, wieder da. Mir fehlt noch ein scheiß Splitter. Weiß jemand, wo die Splitter sind? Weiß jemand, wo die Splitter sind? Weiß jemand, wo die Splitter sind? Heute? Mm-mm. Mir fehlt noch ein einziger. Ich habe immer keine Lust, die einzusammeln. Ja, aber ich habe schon mal mein komplettes Outfit an. Ne? Ich habe schon meine Schuhe an, meine Hose, mein Oberteil. Mir fehlt bloß noch oben die Mütze, glaube ich. Und ich glaube, es gibt noch eine Satteltasche und so, ne? Und hier gibt es auch noch fürs Pferd Ausrüstung. Ich hab das Kleid und die Handschuhe. Gibt es auch fürs Pferd noch die Ausrüstung? Weiß ich gar nicht. Ich auf jeden Fall Kürbis haben. Ich muss so noch 20 Minuten oder so warten. Ja, und danach musst du dann auch schon auf. Freust du dich drauf? Ich soll jetzt 16.20 Uhr da sein, anscheinend. Also 10 Minuten früher. Ja, wieso? Nö, nur so. Kann man ja mal fragen. Ja, muss man aber nicht. Ich hab schon wieder Hunger. Du? Du hast doch gerade eben gegessen. Ja. Was ist denn hier los? Soll ich mal versuchen, jetzt ein Solo-Win zu holen? Soll ich es mal machen? Schaffst du nicht. Solo-Win ja. in sie will jetzt ein Solo-Win in SSO machen, das bekommst du nicht hin. Ja klar, jetzt hab ich das auch in SSO nicht. Geht das überhaupt? Stell dir mal vor, du kannst in SSO Kämpfe machen. Oder die machen ein Battle Royale SSO, weißt du, als Aprilscherz nächstes Jahr. Da. Du warst weg? Ich spiele jetzt hier bei Sims und ich musste gerade, damit ich Sims spielen kann, den Account vom Computer wechseln. Deshalb war ich kurz weg. Das heißt, du spielst gerade SSO, Fortnite und Sims gleichzeitig? Nee, Fortnite nicht. Könnte ich? Ich kann auch noch Shakespeare nebenbei spielen, stimmt. Ich will mal wieder einen Dungeon versuchen.
Ob ich einen Dungeon schaffe jetzt? Eine neue Etage? Wenn du nicht mehr annimmst. Also, es ist übrigens XP-Wochenende, ne? Du kannst ganz viel leveln. Versuch einen Dungeon mit meinem Level 15er. Ach so scheiße, wie das hier aussieht in der Taverne. Ich muss mal kurz im Stream gucken, wo Pia ist. Wenn Pia überhaupt noch live ist. Ist Pia noch live? Weiß ich gar nicht. Glaubst du, dass ich gewinnen werde? Natürlich nicht. Pia ist nicht mehr live! Ich schreibe hier mal Hi. Ich will sowas schon verlieren. Ach, Pia hat sogar schon angerufen vorhin, sehe ich gerade, um 14:42. Oh lol. Hat Pia sogar ihr Netflix mit Discord verbunden oder was? Weiß ich gar nicht. Sie schaut gerade zurück in die Zukunft 2 steht hier. 2? Oh, geil. Dungeons. Ich versuche jetzt nochmal einen Dungeon. Also ich bin auch dort in der dritten Etage. Lull. Ja, Pia, hallo. Ich bin schon seit 2 Stunden live mit der SSO, ja? Deswegen konnte ich jetzt nicht darauf reagieren, wo du angerufen hast. Ich habe vergessen, wo ich hin wollte. Ich verliere. Nein! Geil, dass ich mit meinem Level 12er Account weiterkomme, mit meinem Level 15er Account im Dungeon. Da hängt er wieder am Handy. Ja, weil ich dich gerade angeschrieben habe, deswegen hänge ich am Handy. Ich glaube, Elisabeth stirbt jetzt gleich. Ist sie bei euch schon gestorben? Nein. Ja. Da hat Pierre sich verschrieben, hat geschrieben, da hängt der wieder am Andi. Am Andi? Ja, ja, ja. Wo ist Andi? Das hat Pierre geschrieben. Soll ich mal gucken, wie jemand TS ist? Da werden einige sein. Jetzt will ich sehen. Im TS ist derzeit Steffen, Dennis, Netti, Franzi. Ach scheiße, ich rette falsch. Uli. Dennis. Uli, Dennis. Ich sehe nur Uli und Dennis und das war's. Ach, wo muss ich denn jetzt hin? Auch. Warte mal, ich bin doch jetzt im Vader. Ist da. Ich war so geil, wie in der Livestream-Bereich stand. Bitte nicht stöhnen. Da stand er niemals. Hast du Beweise? Das hat Leonie immer gesagt. Ich muss im Dinotal einen Ort finden, den ich die wieder wahrscheinlich Ewigkeiten nicht finde, weil ich den Ort hasse. Wahrscheinlich die Höhle hinten links. Olli, darf ich mitreden? Natürlich darfst du mitreden. Einfach in den Warteraum und dann werden sie schon gezogen. Jeder darf jederzeit mitreden. Ah, Mann! Ich wollte gerade ziehen. Ich mache gerade die gleiche Quest. Ich muss auch zum Dino schauen. Ja, hallo. Hi. Na, bist du mittlerweile wach? Erste. Ich? Findest du mittlerweile andere Leute, mit denen du streamst am Wochenende, ja? Mhm. Es war so, eigentlich wollten wir
Clubtreffen machen, aber da kam dann niemand, habe ich leider gefragt, jo, hast du Bock zu streamen? Die so, ja, da haben wir einfach gestreamt. Ach ja, und ich werd gar nicht mehr gefragt. Ich werd gar nicht mehr ja, das kommt davon. Du hast Fortnite gespielt mit Fabi. Hättest du gesagt, ja, wir haben Win geholt heute. Hättest du gesagt, ja, hey. Olli, hast du Bock auf SSO? Hatte ich gesagt, ja. Was ist denn wahrscheinlich nein gesagt. Eigentlich mit dem LS19 Mods, da du installieren wolltest. Da habe ich noch nichts gemacht. Die alte Dings ist erstmal wieder da. mit dem alten Geldstand. Ja, weil wir nichts verkaufen. Das andere war ja verbuggt. ich kümmere mich nachher nach SSO drum. Dann packe ich die Dateien irgendwo hin, dass du auch Zugriff drauf hast. Also die Mods, die du auf jeden Fall geschickt hast, die kommen dann auf jeden Fall mit rein und dann halt die Hofbergmann. Und alles andere kann man sich dann so nach und nach holen. Ja. Kann ich mitzocken? Natürlich kannst du mitzocken. Warum solltest du nicht mitzocken können? Und hi, Mrs. Horselorf. Horselorf. Hi, Nora. Ich sag auch immer Horselorf. Mehr als Horselorf. Komm ich hier runter? Der Weg wird steinig und schwer. Ich hole mir jetzt doch den das komplette Outfit vom Kürbis. Ich auch. Ich hab 9 Kürbisse, ja. Ich hab 2. Ich brauche noch einige Splitter, ne? Mir fehlen noch einige Sachen. Pia, ich konnte ja auch nicht spielen und ich habe hier noch nichts gekauft. Discord oder Teamspeak? Wir sind auf Discord. Pia ist noch live. Pia ist nicht mehr live. Nein, doch, wenn wir mitgezogen sind, dass es live ist. Warte. Ich bin schon vor lange nicht mehr live. Jetzt. Hey, wo du gerade... Hier steht immer noch jetzt live. Lul. Hm. Fabi verlässt uns gleich. Ja, ne. Sie hat was Besseres zu tun. Und was? Die Freunde mich die ganze Zeit. Freunde besuchen. Weil, nur weil die Geburtstag haben, weißt du? Was? 16.20 Uhr soll ich da sein. Frühestens. Also spätestens 16.30 Uhr. Also innerhalb von 10 Minuten. Ich sehe noch keinen Nora am Warteraum. Ich komme hier nicht hoch, ich bin zu doof. Welches Server? Ollis Server? Was denkst du denn immer? Was? Aber sie hat gesagt, ich soll zu ihr kommen. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich bin oben. So. Ich werde mich. Ja. Ja, hallo. Oh, jetzt ist sie wieder richtig leise, weil sie ja gestern so übersteuert. Wer ist leise? Na, Nora bei mir, weil sie einmal, als ich mit Olli und Nora im Discord war, ist sie richtig übersteuert gewesen. Nora, sag mal was. Hallo. Du bist übelst leise und ich hab dich auf ganz laut. Warte, das haben wir. Ja, halt euch mal die Ohren zu. Ich mach nur ganz leicht. Besser? Nee, nicht wirklich. Ich finde hier nur einen Geist leise. Heute. Ich weiß, wo alle sind. Wo? Jalaheim. Ja, wo in Jalaheim? Auf einer Mauer. Besser, Fabi? Ja. Aber jetzt ist halt wieder. Warte, dann Südhof am Baum. Okay, gut, dann weiß ich, wo sie sind. Und den letzten weiß ich gerade gar nicht mehr. Gut, Pia, dann kannst du es ja nachher mit mir machen. Hochland. Ach, stimmt, nee, ja. Ich mach das jetzt. Ah, nein, ich brauch die doch auch noch. Und ich find doch alleine immer nie was. Und ich brauch noch einen noch einen Splitter. Ein Diamant. Na, meine ich ja. Fabi, wo bist du gerade? Sind doch die Splitter. Wer? Du. Ich stehe auf Karum. Wo denn? In Morland. Ich komme. Irgendwer hat das Bluetooth. Ich weiß noch nicht gerade wer.
Hm? Irgendwer hat heute Geburtstag von meinen Freunden. Ich. Ja, von meinen auch. Du kannst mich jetzt noch gratulieren. Ja, von meinen auch. Fabi, soll ich dir sagen, wer? Du kennst ihn sogar. Mhm. Gabriel hat heute Geburtstag. Weil ich wusste es. Heute? Ja, Scheiße, heute. Ich gratuliere. Scheiße, ich muss dir doch schreiben. Wer hat Geburtstag? Gabi, das ist ein Freund von... Das ist ja klar. Ich wollte nicht schreien. Hat er wirklich heute Geburtstag? Ja, ich habe ihm heute auch schon gratuliert. Er hat gestern mir einen Snap geschickt, dass er heute reinfeiert. Also, dass er gestern reingefeiert hat. Und heute hat er Geburtstag. Für heute. Was soll ich tun? Sag Alex, wie sehr Elisabeth sie bewundert, oder sag Alex, wie sehr du sie bewunderst? Oh. Was ist die richtige Antwort? Ich glaube, hier wird nicht mal Elisabeth sterben, ne? Nein, Elisabeth wird bei mir nicht sterben. Snapchat von Gabriel. Hab ihn. Er hat einfach nur Dankeschön geschrieben und das war's. Warte doch mal auf mich. So, ich bin jetzt auf die Fähre nach Port Pinto und komme dann gleich zu dir nach Morlin geritten. Aber was bringt dir das, wenn ich AFK rumstehe? Ich habe in Südhof keine Fähre mehr. Die Fähre ja, wurde und mir warte weggenommen. Ich 20 Minuten auf einen See, auf einen Kürbis, ja? Also. Ja, ich warte auch nur nach. Ja, jetzt eigentlich nur noch 10 Minuten. Jetzt wartest du auch. Ah ja. Danke. Also, ich warte auf eine Nachricht von Anna. Wie soll er auf Anna warten? Anna, du bist sehr beliebt. Nein, eine andere Anna. Ja, die heißt heute alle Anna. Ich weiß. Pia, ich habe euch beiden einen Snap geschickt, der ultra witzig aussieht. Ja, ich sehe es gerade. Noch gerade. Warte, hast du schon dieses eine? Oh mein Gott. Das sieht irgendwie gar nicht mehr aus wie du. Ich habe noch einen Snap. Jetzt kommt's. Ich habe auch noch ein Snap. Ich musste mal ein Video schicken, das ist so witzig. Ich muss überall drüber machen. Warte, Pia. Bist du sicher, dass der Seelensplitter in Südhof am Baum ist? Ja. Ich hab da keinen. Es gibt, glaube ich, mehr als nur einen Baum. Nein, der große Baum in der Mitte. Ja, da ist keiner. Der ist ganz nah am Baum. Nee. So. Nee. Der ist aus der Richtung, wenn du vom Einsiedler kommst. Doch, da nee, ist einer. Doch, hab ich heute schon da gesammelt. Nee. Doch, nee. Doch. Okay, Fabi, alles klar. Der ist da, ich habe ihn schon gesammelt heute. Mhm. Und wo am Baum soll er sein? Oh, ja, die Mutter schläft in dem Bett einfach von der Tochter. Ich komme nochmal. Olli? Ja. Nochmal ja. Hallo? Nochmal ja. Hallo? Hallo? Warum höre ich euch? Hallo? Hallo? Das Phänomen, was sie sonst immer nur im Teamspeak hat. Ich hab's dir geschickt, Fabi. Das kenn ich schon. Der arme Hamster. Ich find's gar nicht lustig. Ich find ihre, wie sie so rumschreit, das find ich so lustig. Nee, ich find das absolut gar nicht. Jetzt wird der Hamster, tut mir voll leid. Ich kann's nicht nochmal öffnen. Ich will's mir nochmal angucken, aber ich kann's nicht öffnen. Musst du gedrückt halten. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Nee, ich kann die 6 schreiben. Warte. Ja, es funktioniert nicht. Keine 4, Mann. Fabi schickt jetzt ein verstörendes. Die blöde Kuh.
Ich glaube nicht, dass der Fahrstuhl uns beide schafft, unsere beiden Pferde schafft. Macht es dir was aus, wenn ich zuerst gehe? Dann würde ich ja sagen, ja, dass es mir was ausmacht und hau trotzdem ab. Hast du per WhatsApp geschickt? Ja, schickt ja auch was Komisches. Oh, die Fähre könnte aber langsamer kommen. Ah, da kommt sie. Pia hat sich eingeloggt. Hä? Pia, hast du dich eben gerade erst eingeloggt, ne? Ist das so? Nee, war schon vorher online, nur ich hatte gerade eben Netzwerkfehler gehabt. Achso, deswegen warst du weg. Wir haben dich noch gehört übrigens. Wow, ich hab euch nicht mehr gehört. Das Hallo, Hallo, Hallo. Du hast Hallo gesagt, er hat Hallo gesagt, du hast Hallo gesagt, er hat Hallo gesagt. So wissen wir jetzt, dass er den Splitter in sich. Warum beißt ein Hamster eigentlich so krass in den Finger rein? Keine Ahnung, schlechte Behandlung. Hier ist kein Sehensplitter an Südhof. Doch, da ist einer. Und wo? Am Baum. Da ist keiner! Doch! Leg dich nicht mit Pia an. Da ist aber einer. Keiner! Doch, ich hab ihn da noch nicht. Nein! Gesehen. Da ist keiner! Nein! Leg dich nicht mit Pia an. Glaub mir. Da ist einer. Nein! So, ich geh jetzt auch nach Südhof. Pia, ich komme jetzt zu dir. Ich fahr gerade nach Südhof. Hä, ich dachte, du fährst zu mir. Ich hab doch gesagt, ich dreh um und fahr nach Südhof. So, ich bin jetzt in Südhof. Pia, ich bin in Südhof, ja? Ja, warte, ich such diesen scheiß Geist. Da ist er doch schon. Den sieht er jetzt schon. Direkt am Baum. Da ist da keiner. Sag ich doch! Hey, bei mir ist da wirklich keiner. Ich hab auch nur zwei Geister hier. Wie euch gegenseitig die ganze Zeit anschreit. Hey, ich check's nicht. Ich find den dritten Geist nicht. Der ist hinter den Verkaufspferden. Hinter den? Ja. Kannst du rumreiten. Ah, da. Ach, jetzt hat sie den. Ich renne jetzt gerade extra nochmal zum Baum. Diese Stille. Okay, ich komme wieder nach Südhof. Wenn er jetzt immer noch nicht da ist, dann gehe ich jeden einzelnen Baum ab. Also ich bin jetzt auch bei dem großen Baum gerade angekommen. Ich reite gerade. Ah, jetzt weiß ich, wo du meinst. Muss sagen, der Baum in der Mitte von dieser Farm oder in der Mitte von der Insel. Mal ganz ehrlich. Ach so, ist es nicht der in der Mitte? Von der Farm? Von der Insel, meinte ich? Nein! Doch, der von der Insel. Ja, doch, hier ist er doch. Ich hab'n. Ja, ich komme. Na, welchen Baum meintest du denn? Das ist doch so der Hauptbaum. In der Mitte von der Ranch. Oh. Nee. Hä? Was dachtest du denn? Oh Mann. Warum? Der große, wo die ganzen Steine ringsrum gehen. Hallo, Olli. Hallo. Hä, ist doch voll klar. Übrigens, hier ist ein Stern. Hier ist ein Dings. Ein Stern? Nee, ja, nicht ein Stern. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich lass mich abholen. Da, wo du was Rosanes siehst, gleich Pier, da ist der, ja? Wie was Rosanes? Was ist ein rosanes, fettes Pferd? Wo eine fette Leonie drauf sitzt. Ich reite schon zu dir, wir müssen fahren. Eine fette Leonie? Ah ja. Mal gucken, wo ich überhaupt den Kürbis dann hab. Ich glaube, bei mir ist es gar keine 50. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon hab. Das ist das geil. Ich hab jetzt... Olli, ich müsste jetzt eigentlich schon haben, oder? Den nächsten Kürbis? Ja, locker. Du bist gerade vorbeigeritten, Pia.
Ja, ich hab's aber trotzdem. Mimi. Nee, wir meinen was anderes. Nora. Wir meinen Uli. Immer wenn sie Mimi sagt, denke ich an ihre Katze, ja? Der ist ja Mimi. Ihre Katze heißt Mimi. Achso. Also, wenn ich jetzt. Eine Katze von der Freundin hat schon mal Bromau gemacht. Was hat sie gemacht? Bromau? Lol. Ist ja wie Kapitän Bra. Mir ist jetzt gar nicht. Das ist wie mein Sprachfehler gestern. Ja! Übrigens, Nora, weißt du schon das Neueste, Nora? Über was lachen wir? Wir haben heute den ersten gemacht, ne, in Fortnite. Oh, wow. Ja. Haben wirklich gemacht. Kaum warst du den nicht ersten. Dabei, ja, schwuppdiwupp haben wir den ersten. Nein, was? Doch, na, haben wir den wirklich gemacht. Und ich bin sofort von Level 12 auf Level 17 hoch, ne? Ich war von Level 1 auf Level 23. Nee, das war mein Traum gewesen. Das Lustige war, da war ich noch Level 11, ja. Und ich bin trotz dessen, dass wir den ersten gemacht haben, bin ich jetzt nicht irgendwie warst aufgestiegen. Warst du immer noch Level 11? Ja. Oha. Du hast danach, er hat danach eine Aufgabe gemacht und dann war er erst Level 12. Und nach dem Win hat zwei Stufen gemacht. Fabi, aber locker. Fabi, wollen wir dann, wenn wir die Kürbisse fertig haben, Duo spielen? Nora? Ja, können wir gleich machen, aber Nora? Ja. Soll ich mir sagen, wir haben eigentlich sogar aus Versehen den Win gemacht und zwar. Wollte ich eigentlich Uli hochholen und der letzte war halt solo, ne? Und ich habe ihn halt eingebaut und ich wollte über uns halt noch ein Dach, also Boden und ein Dach bauen. Der Boden war schon da und ich habe aus Versehen eine Falle über uns platziert. Und der Typ kam dann rein und ist an der Falle gestorben. Oha, wie lucky! Wie lucky! Oh, das ist gerade so emotional, ich muss weinen, das ist so traurig. Ist du hier gerade maulend was? So lucky. Ja, ne? Das heißt, ich hab ihn aus Versehen mit der Falle eigentlich getötet. Ich hab gedacht, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach mit der Falle. Die Maulends sind wieder vereint. Können wir gleich durchspielen. Hi Papa, ich bin zu Hause. Du darfst nie wieder gehen. Du Riesendepp. Ja, okay. Du Riesendepp? Ja, stand hier. Ja. Hi Daniel. Das würde ich jetzt auch sagen. Ja, ist so, guckt im Stream. Ja, ich gucke jetzt. Eventuell musst du minimal zurückspulen. Habt ihr mal diesen Kürbis gefunden? Roma? Komm her, kleiner Kürbis. Hab dich. Ich hab schon 2 von 3. Warum sind auf alle einmal so still? Auf einmal alles so still, nicht andersrum. Das ist irgendwie. Ich gebe mir gleich. Da scheint wirklich du Riesendepp, Nora. Oh, ich muss gerade gestern an unseren Lachfleisch denken. Ja, eigentlich wegen. Ha, über dein Lachen. Ich finde den letzten Kürbis nee. So, jetzt habe ich 10 Kürbisse, mir fehlen noch 10. Oh, hier hinten ist der oder wie oder was. Da ist er, der ist höher. Also ja. Ich habe jetzt gleich 12. Ah, fehlen noch 8. Ich habe 10. Oh, ich muss vor dem wegrennen, aber ich hasse dieses Wegrennen. Ich muss immer wegrennen. Chill doch. Nee, ich muss ihn auch schon mal fangen.
Ich muss die bis jetzt zweimal fangen, aber ich muss immer wegrennen, sonst deshalb. Ich finde es scheiße, wenn ich ihn fangen muss. Hä, nein, ich fangen ist scheiße, richtig, wenn man ihn fangen muss. Hä, fangen ist richtig easy. Ja, trotzdem finde ich es scheiße, weil ich eigentlich nur noch ihn, weil ich nur noch wegrenne eigentlich. Von daher. So, 12 Kürbisse. Ich meine, er braucht jetzt nochmal 40 Minuten, bis ich den nächsten bekommen kann. Ja, meine auch. Ah, aber da muss ich nämlich schon längst off sein. Genau, wollen wir trotzdem jetzt nochmal los? In Fortnite? Ich müsste schon 8 Minuten off, ne? Hayuna! Ja, okay, das machen. Eine Runde schaffen wir noch. Eine schnelle. Ich mach auch schnell das Daniel, ich bin dann wieder weg, ich kann nicht mal. Was kannst du nicht mal? Was ist? So, und. Ja, wieder also Kaiuna, schön, dass du reinschaust. Also, ja. So. Was für sie? Wo muss ich jetzt weiter? Das habe ich nicht aufgepasst. Einmal Chat lesen und schon bin ich wieder raus. Wie findest du das? Genau, wie findest du das? Hi, Irene! So. Hi, Irene! Hä? Wo muss ich das denn nochmal machen? Och nee, ich muss mich absteigen vom Pferd. Wie geht's euch denn so? Die Neulinge, die hier gerade reingeschaut haben oder reinschauen. Irene und Juna. Juna ist ganz bekannt, die kennt jeder auf YouTube. Nö, ich nicht. Hallo? Ich auch nicht. Das ist die bekannteste. Sie macht auf jeden Fall Videos, ne, Juna? Ja, ich habe gesehen, dass sie heute Morgen gestreamt hat, als ich auch gestreamt habe. Da habe ich mir irgendwann gedacht, so, boah, keinen Bock mehr. Weil halt auch wirklich niemand reinkam und ich habe es nicht verstanden. Ja, weil du nicht mit mir zusammen streamst. Wenn du mit mir zusammen streamst, dann ist mal ganz viel los. Sie hat 1140 Abonnenten. Ja, das ist ihr kleiner Account. Sie hat noch einen großen mit über 100.000. Wie heißt der? Was? Wieso kennst du mich? Ich kenne dich eigentlich gar nicht, aber... Ja klar, sonst die großen. Ja, ich habe so einen erweiterten Chat, er zeigt mir immer automatisch. Nein, es zeigt mir immer automatisch neben dem Namen an, wie viele Abonnenten die Person hat. Und wenn ich dann was im Tausenderbereich sehe, sage ich immer sofort, oh, du bist es. Das ist sie, du bist es. Ich kenne dich doch. Den Kanal habe ich doch locker schon mal gesehen. Was? Nein, habe ich nicht. Deshalb hast du auch heute zu mir gesagt, als ich reingekommen bin, wer ist denn das? Kenn ich gar nicht. Wer denn? Weiß wo? Ich nicht, wer das ist. Bei wem? Ja, als ich mal reingekommen bin, heute im Discord. Hä? Ja, ich rede ja nicht von Discord, ich rede hier von YouTube. Ich hab das doch schon zweimal gemacht! Was hast du schon zweimal gemacht? Dieses eine Rennen. Ja, du auch? Ja, das ist ein bisschen Vogelscheuche? Ja. Ich musste Vogelscheuche dreimal machen. Es war immer wieder blau, die Quest im Nachhinein. Das hat nichts. Ja, so kurz grün und dann wieder... Nein, ja, und dann musst du es wieder von vorne machen. Aber wie wirst du online? Ich habe gerade ein technisches Problem. Ja, das ist hier mein Real-Life-Kanal. Das ist dein Real-Life-Kanal. Genau, und ein richtiger Kanal hat ja über 100.000 Abonnenten. Aber wir sagen jetzt natürlich nicht, wie dein Kanal heißt. Oh, was ist das für ein Backlink? Damit ich nicht nur... Season 7. Ah, okay. Wir sind auf Server 2 derzeit. Wir wechseln eigentlich dann immer. Dann lass schnell eine Runde Duos machen. Ja, wait a moment. Oh nein, bin ich dumm. Du hast nichts Interessantes gefunden, okay. Und ich habe sicherlich wieder nichts Interessantes gefunden. Doch. Wie süß es mit dem Skin aussieht, guck mal. Ah, okay, sorry. Juna hat 300.000 Abonnenten. Ich meinte, bis zum nächsten Mal, tschüss. Und mach mal, Olli, du musst mal mehr ETS in Promo. Promo habe ich mir schon jetzt soweit auch schon mal angeschaut. Wird es demnächst auch mal kommen?
Wie heißt denn der Account? Bei ETS kann man jetzt auch Promo. Nee, ich darf jetzt nicht den Account von Juna sagen, weil dann hat jeder jetzt ihren privaten Account. Aber du bist doch erst seit kurzem, hast doch erst 300.000 Abonnenten, oder Juna? Ist jetzt noch nicht so lange. Kennst du sie nicht? Oder? Ich würde mich mal drüber freuen, wenn wir mal wieder was gemeinsam fahren. Ach, du meinst gemeinsam fahren können, ne? Und er schreibt gemeinsam fahren Möhren. Ich liebe es. Ja, ich liebe es, wenn. Ja, naja, 2 Wochen. Ja, genau 2 Wochen ungefähr, richtig. Sie ist ja seit kurzem, hat sie erst ihre 300.000 Abonnenten. Was ist denn jetzt hier passiert? Darf ich da jetzt rein? Nee, was muss ich hin? Ach, da hinten muss ich hin. Der Zirkus ist abgesperrt mit einer fetten Blase. Mhm. Ich glaube, der Zirkus hat eine Blasenentzündung. Ah, jetzt macht er das. Ah. Mhm, mit dem blöden Labyrinth. Oh ja, macht mir schon mal Hoffnung. Guck mal, hier, Nora, ja. Hier kannst du sehen. Anna Yu, was für 300.000 Abonnenten? Jonas Hauptkanal. Und hi Anna! Die nächste Anna, wie viele Annas haben wir denn noch? Okay. Nora? Das war der Kanal von Anna Yu. Ich nutze hier irgendwie alle. So, weiter geht's. Anna Softnight, haha. Hi Annabelle. Welcher Server? Wir sind auf Server 2. Wieso heißt ihr heute alle Anna, auch wenn es Annabelle ist? Da kommt auch Anna drin vor. Heute ist Tag der Annas. Kann ich jetzt da durchgehen? Ich gehe jetzt einfach da durch. Nee. Ich hänge in der Luft. Was bedeutet SP? SP? Von Landwirtschaftssimulator, Olli. Was ist mit Landwirtschaftssimulator? Ich habe, glaube ich, Hofbergmann gefunden. Nee, ja, wenn es die. Wir müssen die identische dann haben. Wenn kannst du mir den Link davon schicken, dann kann ich die dann im Nachhinein. Hab ich gerade. Okay. Bin ich jetzt gerade dumm? Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Mit dem Pferd einfach durchreiten? Ich reite rein! Okay, dann wieder. Hm? Als ob hier wieder keiner ist, lol. Ah doch, da war jemand. Ja, blöd, wenn jeder Anna heißt. Ja, irgendwie heißen hier alle Anna. Also die Klinge würde mich schon verrückt machen, ne? Wieso? Mich auch. Weil da jedes Mal da so ein Sound kommt. Ja, jedes Mal ein anderer, das ist ganz wichtig. Ja, ja. Wieso könnt ihr da alle durchgehen und ich nicht? Okay, ich konnte es vorher auch. Ich muss jetzt irgendwo hin. Nora, hast du geschossen? Fabi? Ja. Ja. Ja, habe ich jetzt schon zum 10. Mal gefragt. Ja, habe ich nicht gehört, sorry. Kam im Discord nicht an. Stimmt. Ja, ich habe jetzt einfach geschossen. Ich habe auch nichts im Discord gehört. Danke. Ja, jetzt besser. Nora? Okay. Also mir tauchen gerade keine Kürbis mehr auf, egal wie. Ich warte nämlich schon seit 40 Minuten gefühlt. Nein, du wartest seit 38,2 Minuten. Ich weiß es ganz genau, ich habe aufgepasst. Du musst zu Hexe P. Danke für die Info. Hexe P ist doch hier Kürbisfarm da hinten, wa? Mhm. Soll ich dich hinführen? Also ich kenne den Weg, aber du kannst mich trotzdem gerne hinführen. Ich glaube, dann geht auch scheiße. Er ist hinter der Tür. Nora, finde ich ihn nicht, hol mich erstmal hoch. Ja, komm her. Ups. Egal, ich geh jetzt hier lang. Wo bist du? Auf dem Weg zur Kürbisfarm mit einem kleinen Mini-Umweg. Ich bin jetzt Landgut. Okay. Und ich reite gerade total den Umweg. Ja. Weil ich's kann. Ich hol mir jetzt
was zu essen, Leute. Was denn? Was denn? Was holst du denn? Weiß ich nur. Wollten wir nicht zu Meckes heute? Ach so. Ja. Aber ich habe nichts zu Hunger. Fabi kann leider nicht mitkommen, weil sie geht lieber auf den Geburtstag. Ja, ja, ich gehe zum China-Restaurant, ist egal als Meckes. Na, nee. Meckes sind die, die... Da ist einer. Ich weiß. Da sind derzeit die, Achtung. Da sind, glaube ich, noch die Oktoberfestwochen, ja, da hier, die Hütten-Gaudi-Wochen. Ja, jetzt gehen wir was zu essen holen. Ja. Genau, und sing dabei Country Roads, ne? Das machst du so gerne. Ja, bis dann. Ja, beim Battle Pass. Hä? Wollte sie mich nicht zu Hexe Pie bringen? Neues Outfit? Ja, um mich schon, ne? Sie kann ihre Versprechen nicht einhalten. Warum ist jetzt erstmal los? So, was macht ihr heute noch Schönes? Ja. Nora, hast du Pump-Moni? Außer ja, SSO spielen. Perfekt. Ich nehme mal die Hälfte. Fabi, hast du Sniper-Moni? Und Anna, wie kommt es, dass du auch zufällig jetzt gerade dieselbe Quest machst, die ich mache? Gibst du, du kamst letztens auch bei der einen Sache mit den Sterndingern nicht weiter, wo man nicht wusste, dass man es aufs andere Feld muss. Weißt du noch, Fabi? Das Fabi, Thema mit dem anderen Feld. Ich nochmal Bennys haben. Ja, ganz gerne. Weil wir was haben? Minis oder sowas? Nee, ich bin gerade wieder Fortnite. Fortnite? Wer spielt denn Fortnite? So ein scheiß Spiel. Ich hab dir vorhin den Win geholt und dann kommt sowas. Ah ja. Kurz übrigens, kommen. Wir haben es in Fortnite vorhin in der Qualifikation geschafft. Jeder von uns bekommt 2000 Euro, aber weiter haben wir es leider nicht geschafft. Aber naja, ich bin dumm. Ja. Überlebensmedaille. Nora, hast du ihm gerade zugehört, was er gesagt hat? Was mit Leonie mit Qualifikation? Ja, Olli sagt nochmal, das haben wir mit Leonie gemacht. Unsere Qualifikation heute hier für die Fortnite-Meisterschaft. Warmer. Dings, ja, richtig, haben wir erfolgreich bestanden. Und die Qualifikation haben wir im Nachhinein verkackt. Das hätten wir 2000 Euro Cash gehabt. Aber Fabi, nächstes Wochenende, scheiße, nächstes Wochenende kann ich ja nicht. Irgendwann kommt wieder eins. Nee, nächstes kommt recht auf. Du kannst deine Markierung mal wieder wegmachen, Nora. Nächstes Wochenende hat mein Vater Geburtstag. Also nächstes Wochenende wird kein Stream kommen. Außer vielleicht Sonntagabend, aber glaube ich auch nicht dran. Fabi, du schwimmst gegen Strom, da sind wir mit. Ich weiß. Scheiß Pferd! Das habe ich ja mit Absicht gemacht, einfach aus Spaß. Warum läuft dieses Pferd, wenn ich sage, es soll nicht laufen? Aber warte, ich muss kurz Hast du ein paar Raketen? Eventuell? Lauf doch die Abkürzung! Obwohl, ist glaube ich nicht mal wirklich eine Abkürzung. Wenn ich könnte, würde ich dich runterschubsen, ja, Marlene Ravenwill, ja. Ich mag dich nämlich nicht. Oh, ich muss nachladen. Ich finde dich sehr unsympathisch. Außer du guckst gerade den Stream, da mag ich dich doch. Aber ich glaube, du guckst den Stream nicht. Wenn du den Stream guckst, dann mag ich dich. Dann kannst du auch gerne ein Abo und ein Like da lassen. Wollen wir looten? Und looten und spenden und sowas? Oh, richtig. Ja, und wir bieten derzeit die Mitgliedschaft für 99 Cent im Monat an. Ja, so, ich sehe dich. Du siehst mich. Muss ich jetzt Angst haben? In welchen Abständen tauchen die Kürbisse auf? Finde keine. Die ersten 5 innerhalb von wenigen Sekunden. Zumindest wenn du einen gemacht hast, kommt der nächste 5 Sekunden später. Nach den ersten 5 ist Nummer 6. Nora, ich hab nicht aufgepasst. Nummer 6 und 7 innerhalb von 20 Minuten. Ja, ich kann nicht kommen. Und. Ach, da ist sie. Wenn du die 6 und 7 auch hast, dann gibt's danach immer nur welche im 40-Minuten-Takt. Und wir sind auf Server Nummer 2. Wow, keine Antwort. Was soll ich als Antwort nehmen? Ich zahle dir das Doppelte von dem, was ihr gezahlt habt, was du ihr gezahlt hast. Sie hatte kein Recht, das Pferd zu verkaufen, es gehört Justin. Recht wird groß geschrieben übrigens, SSO. Ne, kleiner Rechtschreibfehler, aber kann passieren. Du solltest wirklich eine Rasse finden, die die Kälte gut verträgt. Was ist die richtige Antwort?
Ich nehme einfach mal. Ja. Ja, gucke ich ja gleich. Ah, ja, sie hat gleich ein Foto gleich gemacht, okay. Tschüss. Das hat was mit den beiden Pferden. Aber Linda steht bei mir im Weg rum, deswegen sieht das Foto nicht so schön aus. Welche Antwort soll ich nehmen? Die Mitte soll ich nehmen. Ich nehme die Mitte. So, die nächste Frage. Ich glaube, dass sie gerade Mu gesagt hat, ist das überhaupt ein Pferd? Riecht sie nicht etwas komisch oder sie besteht eigentlich nur aus Knorpeln? Was ist die richtige Antwort? 1, 2 oder 3? Hallo Persof. Was ist denn das für ein Name? Wie kann man sich Persphone nennen? Frieda Fake! Persphone habe ich noch nie gehört, den Namen, ne? Hi Frieda! Ich habe diesen Namen noch nie gelesen in SSO. Wieder die Mitte, meinst du? Was ist los, Frieda? Warum dieser Smiley? Ich nehme die Mitte. Ja, siehst du. Dankeschön. Oh, jetzt habe ich versehentlich einen Token eingesammelt, den ich gar nicht gesehen habe. Ist ja auch geil. I speak French. Oh, Fabi, rede mal bitte wieder Französisch. Dankeschön. Und zum Thema zurückzukommen, wo findet man, also es sind ja immer an vier dieselben Punkte. Einmal beim Championat, einmal bei der Vogelscheuchentante da, einmal bei Emma und einmal bei der Kürbisfarm. So, ich kann hier wieder weg. Ach scheiße, ich muss da runter. Egal, ich bin jetzt eh draußen. Passt schon. Oh, eine neue Nachricht. Ein Snapchat von Pia. Ach du Scheiße. Pier kocht sich auch Nudeln. Irgendwie isst heute jeder Nudeln. Hey. Mal kleiner Kürbis. Was für ein Schweinchen. Ja, das ist ein hübsches Schweinchen, ne? So, Schweinchen befreit. Oh, folge dem Schwein sagen. Ach scheiße, ich soll das Teil folgen. Sorry, ich habe vergessen, dich zu folgen. Bin schon da.
Ach scheiße, ich, oh Schwein, ich komme gleich wieder, ich muss die Stelle noch anklicken. Ach, da ist Anna wieder. So, wo sollen wir jetzt hin? Wahrscheinlich wieder nach Moorland, oder? Ne, wir sollen wieder Supi zurück. Okay, dann halt Supi. So. Und die 5 und 6 Kürbisse sind auch an den Plätzen, hab ich ne. Was? Und die 5 und 6 Kürbisse sind auch in den Plätzen, hab nur 4 gefunden. Wo reite ich denn hin? Also das ist wirklich seltsam. Bei mir steht noch Fortnite. Warum steht bei dir noch Fortnite? Ich habe eigentlich alles ordnungsgemäß umgestellt. Ich guck mal ganz kurz. Normalerweise müsste bei Twitch Star Stable drin stehen. Da gucke ich doch mal direkt nach. So, Twitch. Mal gucken. Stimmt, danke für die Info. Dann ist es jetzt korrekt. So, weiter geht's. Juhu! So, wenn ich die Quest jetzt gleich durch habe, höre ich auch auf, weil ich wollte eigentlich nur eine kurze Runde machen. Jetzt sind es doch schon wieder fast 2 Stunden. Du kannst die Quest gleich erst morgen wieder machen. Das passt ganz gut. Aber dann gucke ich gleich nochmal wegen dem Kürbis. Und das war's dann. Ich habe es nicht aufgepasst, was ich machen soll. Ich klicke einfach an, was ich sehe. Könntest du mir den blauen Trank bringen? Den blauen Trank? Ja, natürlich. Dann benutzen wir mal den blauen Trank. Was? Jetzt nimmt es an. Äh.
Perfekt. Ja, jetzt haben wir die Uhr, was du gesagt hast. Und es kommt eine Loot. Oh, jedes Mal an derselben Stelle. Hi Anna. So, dann mache ich jetzt noch einmal ein Kürbis. Hier schon mal nix. Hallo, ich komme. Mann, lass mich doch mal hier durch. Ich verstehe kein Wort, was Frieda schreibt. Oh, hallo. So. Ups. Da vorne ist er ja.
So, super. Weil jetzt kaufe ich mir dann so stückchenweise die anderen Sachen, die man sich noch so holen kann. Ich gehe jetzt erstmal kurz zurück. Lauf doch mal! Nein, das wollte ich gar nicht anklicken. Ich wollte die anderen Sachen. Obwohl hat eh noch nicht funktioniert, weil ich hatte nur einen Kürbis, ne? Ja, nee, gut. Dann habe ich halt ein bisschen Erfahrung fürs Pferd bekommen. Ist doch auch was Schönes. Du bist alleine hier. Wer ist alleine hier? Nein, Fabi ist noch da und Pia ist noch da. Eigentlich. Ja, ich sehe sie. Ja, sind bis kurz. Also Pia zumindest ist gerade was essen. Kurz, also Fabi zockt Sims 4. Fabi ist bei ihrem Geburtstag. Okay. So. Also bist du alleine? Nein, ich bin nie alleine. Ich habe immer noch hier Leonie und Anna ist da. So. Ich hab nur gesehen, dass du alleine bist und deswegen komme ich schon mal schnell vorbei, damit du nicht so lange alleine bist. Wie knuffig du bist. Ich weiß. So, was wollte ich jetzt noch tun? Also. Eigentlich bin ich durch für was heute. Was ich tun wollte, ist, ich gehe gleich duschen, dann telefoniere ich kurz und bin dann draußen für 3 Stunden lang befahren. Ja. Mina, woher hast du den Kürbis? Den Kürbis kann ich dir sagen. Dieses Haustier meinst du hier, was bei mir mit rumläuft, ne? Das bekommst du, wenn du 20 Kürbisse eingesammelt hast. Dann kannst du da vorne bei dem Kürbis-Shop. Willst du 500 Gramm Mexalentablette haben? Nein, danke. Milligramm. Dann kannst du dir hier oben diesen Kürbis holen. Und die Sachen fehlen mir noch, die hole ich mir aber heute noch. Nicht heute, aber die nächsten Tage noch. Ist ja noch ein bisschen das Halloween-Event. So. Ja, noch ein bisschen. Bis nächste Woche Mittwoch, soweit ich weiß. Oder Donnerstag, glaube ich. Ja, übernächste Woche sogar, glaube ich. Ne, ich glaube, das Halloween-Event. Nächste Woche Mittwoch ist Halloween. Ja, es wird dann bis darauf die Woche Mittwoch sein. Okay. So, jetzt gehe ich nochmal einmal ganz kurz. Das nächste Oberteil, das nächste Teil einlösen, weil ich habe 5 Splitter. Okay, danke, ja, bitte, bitte. Nicht dafür. So. Und. Ich hab's überlegt, da du meintest, ja, dass die liebe Fabi hier drin ist, die liebe Nora und alles, brauche ich ja gar nicht hier zu sein, das heißt, du bist ja gar nicht so alleine. Ach, Nora ist auch noch da? Ja, keine Ahnung. Bestimmt. Ich sehe sie ja wahrscheinlich nicht, weil die alle unsichtbar sind, aber die sind bestimmt bei dir hier im Channel, das heißt, ich muss gar nicht hier drin sein. Sie sind sicherlich alle unsichtbar, genau, richtig. Würdest du ja, auch als Mod nicht sehen, ne? Man nur als Admin. Was auch immer du gerade tust mit deinem Headset. Ja, sorry. Gesund. Ich habe aus Versehen mein Handy runtergefallen. Ich habe drin meinen Kopfhörer gehalten. Ach, das kenne ich so gut. Also meine Kopfhörer so leicht raus. Ja. Ich glaube, das kennen sehr viele oder alle Handynutzer. So, ich kann mal das nächste Oberteil anziehen. Ach, das ist jetzt schon das erste fürs Pferd. Das ist schon das erste Teil fürs Pferd. Dann zieh ich das doch mal gleich an.
Olli, noch genau eine Woche. Und dann ist was? Dann hast du Ferien oder was? Ich hab doch jetzt schon Ferien. Und was ist in einer Woche? Dann kriege ich mein zweites Handy. Ach so, das. So. So, dann werde ich mal sagen, so langsam, dass es das dann war mit SSO. Wir haben dann noch ein bisschen Vorbereitungszeit von 4 Stunden ungefähr für heute Abend, weil wir dann noch sehr viel machen müssen für den Server. Dann geht's heute Abend weiter. Ja, warte, was machen wir? Alles 19. Was machst du? Ach so. Mit Piers zusammen. Okay. Ja, das weiß ich. Hast du gestern ja irgendwie erzählt gehabt oder so? Keine Ahnung. Na, diese Pferde musste ich eigentlich noch kaufen. Ich war gestern bei dir im Discord, ne? Ja. Du warst nicht da. Ich habe geschrieben, ich habe jede einzelne Nachricht gehört. Also die bei dir angekommen ist. Okay. Ja, ich habe mir gedacht, bist du jetzt eingeschlafen, hast vergessen dich zu muten und hast dein Headset abgelegt oder bist du kurz weg? Da habe ich die Hoffnung verloren und bin dann doch ausgegangen aus Discord. Oh, du hast die Hoffnung verloren. Wie traurig. Ja. Ich weiß. Deswegen habe ich gesagt, ich werde niemals wieder Hoffnung in dich reinstecken. Was? Wie jetzt? Was soll das denn jetzt heißen? Ich steck dich mal Hoffnung in dich rein. Okay, das klingt echt gemein. Ja, ich hab schon verstanden. Ich werde damit leben können, wahrscheinlich, vielleicht nicht, aber... Okay, aber dann hast du es richtig verstanden. Ich verstehe alles richtig. So, aber ich würde dann sagen, das war's jetzt. Mit SSO. Ich bin dann später wieder da, also heute Abend ca. 20 Uhr, 20:30 schätze ich mal, den Zeitraum. Euch noch einen schönen Nachmittag zusammen, ja, und vielleicht bis heute Abend. Genießt noch das Wetter draußen, es sind fast 25 Grad draußen, Sonnenschein. Also, man sieht es auch nicht, ich bin total beleuchtet gerade. Bis später, danke fürs Zuschauen, lasst noch ein Like oder ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt, und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.